Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir müssen diese Folge erst noch Bismarck und Ravana im Zenith-Modus freischalten und dafür müssen wir erstmal mit dem hier quatschen. Navanoe ist zurückgekehrt wie Frühling nach eisigem Winter. Vanuo haben schon gebetet, denn Wolkengott ist zurück und verschlingt Insel um Insel. Da ist ein weinendes Auge. Nanu, Stein aus Legenden von Vanuo. Auge des Manukmanai. Okay. Sturmwolken der Wundoe zittern vor der Macht des Auges. Navanoe muss Stein ganz fest gegen den Ätheriten der Wundoe schlagen. Das wird Wolkengott schwächen. Sonoo geben Insel. Denn dann kann Vanuo Wolkengott wieder anlocken mit Flugschiff. Navanoe sei mutig wie Bär und schlau wie Fuchs. Okay. So, wo ist denn diese Ätherit? Hallo? Moment. Ach, da unten. Ich muss mit dem Sid quatschen. Ich dachte, ich muss den Ätheriten finden. Ja gut, dann fliegen wir erstmal zu Sid. So, da ist er auch schon. Hallo Theo, da bist du endlich. Sieht ganz so aus, als müssten wir noch einmal auf Walfang gehen, hm? Wie bitte? Häuptling Sono möchte, dass du einen Edelstein gegen einen Ätheriten schlägst, um eine Barriere aus Sturmwolken aufzuheben? Mir fehlen die Worte. Ach, was weiß. Vielleicht bringt es uns ja Glück. Ich hole dich dann am Ätheriten ab. Alles klar. So, und dieser Ätherit ist dort bei der Wahlkrone. So, das muss irgendwo dort oben sein. Ah, da drüben ist es. Gut. So, da haben wir den Ätheriten der Vanus. So, und hauen das Auge voll dagegen. Oder harmonisieren uns mit dem, wie auch immer. Du hältst kurz inne und schlägst das Auge des Manukmanai gegen den Ätheriten. Nichts passiert. Aus Gewohnheit harmonisierst du dich mit dem Ätheriten und tatsächlich spürst du ein leichtes Kribbeln. Aha. Gut, Zenith, Bismarck wäre nun auch frei. Gut, dann können wir das ja erstmal wieder ausblenden. Das machen wir dann irgendwann anders. So, und jetzt nochmal zu den Gnats. Denn die haben ein ähnliches Problem mit Ravana. So, dann erstmal mit dem Erzähler quatschen.
Oh, freundlicher Jäger. Du bist abermals gekommen, um Götter zu jagen? Wie kühn von dir. Die Unverbundenen sind dankbar für deine Hilfe. Denn die Kolonie wird auf der Suche nach Kristallen immer kriegerischer und macht uns sogar Schwierigkeiten. Du weißt nicht, wie du Tok-Ast-Tok betreten kannst? Nun, es gibt einen Weg über den Ätheriten im Königshügel der Kolonie. Allerdings haben die Verbundenen ihn mit einem Siegel belegt, das sich nur den würdigsten Krieger öffnet. Und die Verbundenen verraten den Unverbundenen nicht, wen sie als würdig erachten. Ja gut, dann gehen wir mal zu dem Ätheriten. Der irgendwo dort drin sein soll. Na gut, mal gucken, wie wir da reinkommen. So, da gerade durch soll irgendwo der Ätherit sein. Ah, da ist er auch schon. In einem Anflug von Hoffnung schlägst du das brennende Auge Ravanas gegen den Ätheriten. Doch auch diesmal bewirkt diese hehre Tat nichts. Stattdessen harmonisierst du dich mit dem Kristall und siehe da, ein Portal nach Tok-Ast-Tok öffnet sich. Zenit der Götter Ravana ist nun auch zugänglich. Gut, das werden wir dann auch irgendwann mal machen. Aber jetzt erstmal zurück zu diesem kleinen Typen. So, die zwei Aufträge sind nämlich erledigt. So, eine Ikone erwacht. Krieger des Lichts, es wird höchste Zeit, dass wir etwas gegen die Kriegsdryade unternehmen. Das Siegel, das sie gefangen hielt, ist gebrochen und die Ikonen regen sich. Wenn sie vollends erwachen und übereinander herfallen, um ihren göttlichen Kampf auszutragen, dann werden sie alles um sich herum zerstören, in einem Ausmaß, das selbst die siebte Katastrophe übertreffen wird. Du bist der Einzige, der das Unheil noch abzuwenden vermag. Mir ist klar, dass das keine leichte Aufgabe ist. Also habe ich mich bemüht, geeignete Helfer zu finden, was ebenfalls nicht ganz einfach war. Aber auf deine Freunde von Bunter Morgenröte ist Verlass. Sie werden dir den Rücken stärken. Gemeinsam seid ihr hoffentlich dazu in der Lage, die Kriegstriade die Stirn zu bieten. Leider müssen wir auch damit rechnen, dass uns die Gallier in die Quere kommen. Denn sie haben es auf die Technologie abgesehen, mit der primär kontrolliert werden können. Diese Wahnsinnigen haben keine Ahnung, womit sie es wirklich zu tun haben und wollen trotzdem damit herumexperimentieren. Ich hege keinen Hass auf das gallische Kaiserreich, doch in ihrer Unwissenheit können sie das Erwachen der Ikonen beschleunigen. Mein Herr und Meister rät, die Kriegstriade unschädlich zu machen, bevor die Gallier ihr zu nahe kommen. Von allen drei Ikonen erwacht Sephiroth am schnellsten. Ihn müssen wir zuerst bezwingen. Reise zum Flaggschiff in Azislar, wenn du bereit bist. Dort werde ich dich erwarten. Gut, dann nach Azislar. Und nebenbei sollten wir auch mal die Ausrüstung reparieren. Fällt mir gerade so auf. Aber gut, dass hier ein Reparateur-Ding oben steht. So, wir müssen jetzt da ganz oben hin.
wie damals schon erwähnt, hier sieht man die steinernen Gebilde von der Kriegstriade. Das hier wäre dann der erste. So. Danke, dass du meiner Bitte gefolgt bist, Krieger des Lichts. Wir befinden uns hier in der Nähe des Sicherheitsbereichs, in der die Alager die Kriegstriade eingesperrt haben. Von den drei Ikonen ist das Erwachen von Sephiroth schon am weitesten fortgeschritten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Alleine hättest selbst du keine Aussicht auf Erfolg, doch deine Freunde vom Bund der Morgenröte müssten jeden Augenblick kommen. Lass uns da vorne vor dem Eingang zum Sicherheitsbereich auf sie warten. Hallo Theo, wir sind gekommen, so schnell wir konnten. Bei diesem Kampf bist du nicht alleine. Unukalai, mein Name. Erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Die Mikote ist Ishtola vom Bund der Morgenröte und die kleine Lalafell-Dame Krile vom Baldesions Gelehrten, nehme ich an. Klein? Das ist aber nicht gerade die feine Art, eine Dame zu begrüßen. Ich hoffe doch sehr, dass meine Fähigkeiten dich mehr beeindrucken werden als meine Statur. Verzeihung, ich wollte keineswegs respektlos erscheinen und werde in Zukunft meine Worte mit größerem Bedacht wählen. Bitte lasst uns nun die bevorstehende Aufgabe besprechen. Euer Gegner ist die Ikone Sephiroth, eine der drei gewaltigen Säulen der Kriegstriade. Einst war er der Schutzgott eines Volkes von baumähnlichen Wesen, die in einem Land weit im Süden lebten. Doch die Alager führten einen erbarmungslosen Feldzug, der nach vielen blutigen Schlachten mit der Unterwerfung Sephiroths endete. Die gefangene Ikone wurde daraufhin eingesperrt, um sie als Energiequelle zu missbrauchen. Bis zum heutigen Tage wird Sephiroth in einem künstlichen Dämmerzustand gehalten, weder lebendig noch tot, gefangen in einem endlosen Traum, während seine Energie von alagischen Apparaturen abgeleitet wird. Trotz seiner andauernden Qualen löst er sich nicht im Äther auf, weil die Maschinen, die ihn gefangen halten, gleichzeitig seine physische Gestalt regenerieren. Das bedeutet also auch, dass wir Sephiroth nicht besiegen können, solange diese Fesseln intakt sind, oder? Wenn wir jedoch die Fesseln lösen, befreien wir eine unglaublich mächtige und vermutlich ebenso rachsüchtigen Primae. Nun gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen. Eine Gruppe muss Sephiroths Fesseln ausschalten, während sich die andere Gruppe bereithält, um ihn zu bekämpfen, sobald er erwacht. Eine treffende Analyse, Krile. Ich wusste bereits, dass ihr die Kraft des Transzendierens ungewöhnliche Einblicke ermöglicht, doch ich hätte nicht gedacht, dass du meinen Plan so schnell und genau durchschauen würdest. Schön wäre es, wenn mir meine Gabe alle Details offenbaren würde. Doch in diesem Fall habe ich mich einfach gut vorbereitet und alles über die Kriegstriade gelesen, was ich finden konnte. Schließlich werden Theo und ich unsere Köpfe hinhalten müssen. In der Tat können Orionger und ich nicht wagen, in den inneren Bereich zu betreten. Wenn wir uns Sephiroth nähern, laufen wir Gefahr, von ihm kontrolliert zu werden. Nur die Kraft des Transzendierens schützt davor. Damit ist die Rollenverteilung klar. Ich werde die Fesseln lösen und Theo führt den Kampf gegen Sephiroth an. Zieht man unsere Spezialgebiete in Betracht, kommt keine andere Aufteilung in Frage. Also, packen wir es an. Mal sehen, ob ich den kugeligen Türsteher davon überzeugen kann, uns einzulassen. Aktiviere Authentifizierungssystem. Zugangsberechtigung bestätigt. Öffne Zugang zur Triadenkonstruktion. Aretur S1T7. So leicht schaffst du es, eine allergische Maschine zu täuschen? Die Ausbildung von Baldesions Gelehrten muss wirklich gründlich sein. Wenn wir die Steuerung der Haltevorrichtung finden, überlasse ich dir die Bedienung. Wenn wir sie finden, habe ich mich etwa unklar ausgedrückt. Selbstverständlich kann ein Beschützer an Krieles Seite nicht schaden. Doch nur jemand mit der Kraft des Transzendierens kann die Anlage betreten, ohne Sephiroths Gedankenkontrolle zu erliegen.
Vielen Dank, dass du dich um meine geistige Gesundheit sorgst, aber das ist nicht nötig. Ich versichere euch, es besteht keine Gefahr, dass der primäre Gewalt über mich erlangt. Achtung, Authentifizierungssystem ortet mehrere unautorisierte Flugobjekte im gesperrten Luftraum. Abwehrsystem aktiviert. Die Galia, komm Urionji, wir heißen Sie willkommen. Gut, wir müssen auch los. Ehrlich gesagt schlottern meine Knie vor Angst. Aber ich kann ja nicht immer alle gefahrvollen Aufgaben auf euch abwälzen. Die historischen Aufzeichnungen beschreiben Sephiroth als gigantisch, sowohl was seine Größe als auch was seine Macht anbelangt. Er war stark genug, die unbesiegbaren allergischen Armeen mehrfach zurückzuschlagen. Unterschätzt ihn nicht. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit könnte euren Tod besiegeln. Ich werde mich bemühen, Sephiroth in einem möglichst schwachen Zustand aufzuwecken. Mein Großvater hat ein Händchen dafür, uns im Morgengrauen je aus dem Bett zu scheuchen. Er sagte immer, husch, husch, aus dem Körbchen, solange euch noch zarte Träume umfangen. Mal sehen, ob das auch bei einem schlummernden Prima funktioniert. Götterdämmerung Sephiroth. Ja gut, dann melden wir mal den Sephiroth an. Wo haben wir denn? Da, Götterdämmerung Sephiroth. Gut, circa 12 Minuten. Ich würde mal sagen, ich mache einfach wieder einen kurzen Cut und dann geht's im Prinzip gleich weiter mit dem Kampf gegen Sephiroth. Gut, dann bis gleich. So Leute, und da haben wir einen Invite zu Götterdämmerung Sephiroth. Diesmal allerdings als Heiler, da als Beschwörer irgendwie das zu lange gedauert hat. Aber da ist hier Götterdämmerung Sephiroth. Löse die Fesseln. Jetzt liegt es bei euch. Und da ist Sephiroth frei. So, dann kann es mal losgehen. Wir greifen noch ein bisschen an, bevor wir dann richtig heilen. So, jetzt schnell hinter ihm sozusagen. Genau wegen diesem Krieg.
So, jetzt die ganzen kleinen Ads hier töten. Allerdings explodieren die, wenn die sterben. Also muss man da ein bisschen aufpassen, nicht alle gleichzeitig töten. Wobei, nein, sie explodieren nicht. Das war nur im schwierigen Modus. So, und da fällt er nach unten. So, und das ist der richtige Sephiroth. So, der schlägt immer diese komischen blaufunkelnden Orte ein. Und man kann ja auch runterfallen. Auf diesen Wörtersturm muss man jetzt einschlagen, sonst haben wir später ein Problem. Reinstellen. Sonst fegt er einen von der Plattform. So, jetzt am besten verteilen. So, jetzt wieder nach vorne gehen. Da haben wir wieder einen Wirbelsturm.
So, da geht's wieder hoch. Und das war's. So, gebe ich mal den Hochmagier und dann, ja, haben wir sie gut besiegt. Dann mal raus hier. Du hast es geschafft. Es war nicht das erste Mal, dass ich dich in Aktion gesehen habe. Doch nie zuvor in einem solch epischen Kampf. Bei jedem Schlag stockte mir fast der Atem. Und dennoch konnte ich meinen Blick nicht abwenden. Das ist die Kraft eines wahren Helden. Wenn ich doch bloß ebenso stark gewesen wäre. Istola? Ja, ich bin Skrile. Theo hat über Sephiroth triumphiert. Ich wünschte, du hättest ihn sehen können. Er war einfach großartig. Danke für euer Ablenkungsmanöver. Kein einziger galeischer Soldat ist uns in die Quere gekommen. Hm? Ja, verstanden. Alles weitere erzählen wir dann im Sonnenstein. Bis später. Auf unserem Weg zum Kontrollraum haben wir einige schlafende Wesen entdeckt, die vermutlich unter dem Einfluss der Ikone standen. Die Maschinen, die ihre Körper konservierten, halten sie anscheinend auch im Tiefschlaf. Deshalb glaube ich, es besteht keine Gefahr, dass sie ihre Gottheit neu beschwören. Sephiroth wird nicht so schnell wiederkehren. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Lasst uns nach Hause gehen. Du hast ein feines Gespür, Jüngling. Ich bin Regula van Hydrus, Legat der 6. Legion. Diese wilde Frau und ihr Gefährt haben uns ganz schön in die Irre geführt. Wir werden uns zurückziehen und neu formieren müssen. Ihr begeht, die allergische Technologie zu bändigen der Primae, doch in eurem hoffnungslosen Versuch, das zu beherrschen, was ihr nicht versteht, offenbart ihr noch größeren Wahnsinn als die wilden Stämme, die ihre Götter beschwören. Ich habe kein Interesse daran, ein Kind zu töten. Lebe dein Leben und mach deine Erfahrungen. Vielleicht wirst du dann eines Tages einen würdigen Gegner für mich abgeben. Was hat dich aufgehalten? Ist etwas passiert? Nein, es war nichts. Ich hatte bloß so ein merkwürdiges Gefühl. Hm,
Was verbirgst du noch hinter deiner Maske? Hoffnung, Machthunger oder tiefes Bedauern? Spüre ich da nicht den Wunsch, deine Kraft gegen einen wahren Helden zu beweisen? Du spürst die Mithilfe der Kraft des Transzendierens? Nein, ich habe nur wild geraten. Aber vielleicht liege ich damit ja gar nicht mal so falsch. Aha, habe ich vielleicht sogar voll ins Schwarze getroffen? Keine Sorge, Unokalai. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Meine Gabe gestattet mir nur, das zu verstehen, was mein Gegenüber mich wissen lassen möchte, unabhängig von der Sprache. Du musst dein Herz nicht verbergen, wie dein Antlitz. Das war also eine Täuschung? Ein Trick, um mich auf die Probe zu stellen? Seltsame Gepflogenheiten herrschen hier in Eosia. Dann erstmal zurück zum Sonnenstein. Die befinden sich wieder im Saal der Morgenröte. Krieger des Lichts, was war das für ein Gefühl, Sephiroth zu besiegen? Du musst mir mehr darüber erzählen, nachdem wir uns mit deinen Freunden getroffen haben. Dir gebührt unser aller Dank. Mit deiner glorreichen Tat hast du den ersten Schritt getan, auf unserem Weg die Gefahr durch die Kriegstriade zu bannen und uns vom apokalyptischen Erbe der Alaga zu befreien. Über die zwei verbliebenen Ikonen der Triade steht geschrieben, sie seien ähnlich stark wie Sephiroth, wenn nicht sogar stärker. Ich rate dir, sammle deine Kräfte und wähle deine nächsten Schritte mit Bedacht. Allzu viel Zeit zum Nachdenken wird uns nicht bleiben. Die Galias sind begierig darauf, Macht über die Brimae zu erlangen und verkennen dabei völlig die Gefahr einer neuen Katastrophe. Mein Herr hat mich gelehrt, dass Sephiroth aus dem ersten heiligen Baum dieser Welt hervorgegangen ist, in dem die Gebete seiner Gläubiger ihm Gestalt verliehen. Ehrfurchtgebietende Macht erwächst aus bedingungslosem Glauben und hehrem Idealen. Eine neue Katastrophe? Ach, das kam mir bloß so in den Sinn. Ich wäre das Gefühl los, dass du nicht ganz ehrlich zu uns bist. Wärst du vielleicht so freundlich, den geheimnisvollen Schleier zu lüften? Wir wüssten nur zu gern, welchen Herren du dienst und unter anderem. Solange wir dieselben Ziele verfolgen, sind meine Beweggründe doch wohl kaum von Belang. Das sehe ich ganz anders. Wenn wir als Kameraden Seite an Seite kämpfen wollen, müssen wir einander vertrauen können. Ich entschuldige mich für den kleinen Streich, den ich dir gespielt habe. Es war nur ein unbeholfener Versuch, deine Gesinnung auf die Probe zu stellen. Es war beruhigend zu sehen, dass du auf halbwegs natürliche Weise reagiert hast und nicht wie eine seelenlose Maschine. Nun gut, ich will dich nicht weiter bedrängen. Sag uns Bescheid, wenn du Neues über die Kriegstriade erfährst. Bis bald! Kameraden sind wir. So, eine Ikone erwacht. Sie ist nun abgeschlossen. So, und da hat er auch schon die nächste Quest für uns, aber die machen wir erst in der nächsten Folge. Dann ja, erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao Leute. Krieger des Lichts, merkt dir unsere Gesichter. Thank you.
Das ist euer Ende.